zurückgekehrt. Mit dem Verlust dieser Boote muss gerechnet werden. Soweit der Wehrmachtbericht. Nicht mehr als 0 Grad und München noch kälter mit minus 2 Grad. Das waren die Nachrichten für jetzt, liebe Zuschauer. Wir sehen uns wieder um 18.45 Uhr mit weiteren Meldungen. Und dann wird auch hier für Sie da sein Armin Halle. Ich sage Tschüss, bis nachher. Liebe Zuschauer, Sie können jetzt schon erfahren, was Sie heute Abend hier in Sat.1 erwartet. Hawk möchte heute Abend einer jungen Frau bei der Suche nach einem Kriegsverbrecher helfen. Er ist ganz verblüfft, dass Archangel strikt dagegen ist, aber er hat seine guten Gründe dafür, wie Sie gleich sehen werden. Schalt jetzt auf Empfang, ja? Gerne. Toni ist aufgerotzt. Er geht zu den Tischen hinten. Klar doch. Huka, hier fängt jemand Streit an. Ah! Nur ein Wort. Adios. Verdammt, Stacy, wo ist Toni hin? Werfen Sie die Waffe weg und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ihr habt ein Phantombild eines Tatverdächtigen. Haltet die Augen auf nach ihm. Und setzt euch ein wie Toni damals. TJ Huka, 20.10 Uhr in Sat.1. Huka, er will den Wagen hochjagen. Schnell weg da! Spielen wir das Spiel. Zuerst wird unsere Stacy ins Gefängnis gehen müssen. Nicht Trent, hör doch auf! Lass das Trent nicht hier! Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Wenn ihr hier irgendein Ding dreht oder was schief läuft, kommt ihr nicht lebend hier raus. Wir zittern die Knie zum Geschäft. Denkst du, die hauen damit ab? Dann müssen wir auf den Putz hauen, wenn die nicht gleich wiederkommen. Auf den Putz hauen? Hier dein? Also, liebe Zuschauer, das war kein Test für Sie, ob Sie unsere Serienhelden Hawk und Huka unterscheiden können, sondern eine kleine technische Panne von uns, für die wir uns entschuldigen möchten. Huka arbeitet heute Abend, Sie haben es gesehen, verdeckt in einer Disco auf der Suche nach einem Dealer und er verkleidet sich sogar selbst als Drogendealer und wie alles Marcel macht, wirkt er auch in dieser Rolle sehr überzeugend. Wesentlich weniger gefährlich leben ein Schlagerkomponist und ein Textdichter, denen die Ideen für eingängige Melodien und zündende Texte leider ausgegangen sind. Und so suchen sie Inspiration unter hohen Tannen mitten in der Natur. Immer sitzt ihnen dabei die kritische Stimme ihres Herrn und Meisters im Nacken. Lauter alter Kohl. Keine neuen Ideen, keine Einfälle, nichts, nichts. Lauter Quatsch. Reg dich nicht auf. Ach, was ist? Jetzt wollen wir erst mal abwarten, was Hagen und Weigand mitbringen, hm? Nichts werden sie mitbringen, gar nichts werden sie mitbringen. Die sind genauso ausgeschrieben wie alle anderen Kompotexter. Köhler Liesel, du bist so lieb, du bist so schön. Mit Zaubern. Geht das drauf, Donnerwetter? Die zwei dürfen mich nicht sehen. Ich verschwinde. Vielleicht ist sie die Muse vom Baron, die uns küssen soll. Nein, die ist schon wieder verschwunden. Spurlos unter hohen Tannen. Weg war sie. Was? Wie klingt das? Ich sage, das klingt wie ein Titel. Ein Titel für eine Schallplatte. Hohe Tannen. 21.10 Uhr in Sat.1. Hören Sie mal, das ist doch... Ihr haltet wohl nicht sehr viel vom Baden, was? Der Kerl ist nämlich engagiert beim Baron zum Saubermachen. Kennst du das Mädchen wirklich nicht? Was ich meine? Die vom Teich? Die vom Teich. Für die habe ich nämlich diese Melodie gemacht. Und warum gerade für die? Ja, Sie wissen schon, darauf möchte sie eine ganz bestimmte Antwort haben. Ihren scharfen Augen wird es nicht entgangen sein, dass der kleine Page natürlich kein Junge ist, sondern ein Mädchen, die Köhler-Liesel, gespielt von Gerlinde Locker. Einen amerikanischen Heimatfilm sehen Sie um 23.20 Uhr, genauer gesagt einen Western. Wie sich das gehört, fliegen jede Menge blaue Bohnen und wenn es sein muss, auch mal die Fäuste. Leg das weg, Billy! Sage, leg das weg, das ist kein Spielzeug für dich. Kann ich nicht einmal damit schießen? Nein, ich möchte nicht, dass du so ein Ding überhaupt in die Hand nimmst, verstanden? Ich habe eine Nachricht für dich. Ein Sergeant bei uns, ein Mann namens King, der würde es gar nicht gerne sehen, wenn du wieder in der Stadt auftauchst. Er sagt, er erschießt dich. Mr. Masterson, wie ist es, wenn man auf einen Menschen schießt? Du beobachtest seine Augen und betest zu Gott, dem Allmächtigen, dass der andere es aufgibt oder irgendetwas zu dir sagt, damit du eine Chance hast, wegzukommen. Und dann versuchst du selber, irgendetwas zu sagen. Aber bevor du das kannst, ist es schon zu spät. Dann ist er nicht mehr da. Dann liegt er auf dem Boden. Rauf und dran.
23.20 Uhr in Sat.1. Was sucht die denn hier? Hoffentlich gibt das keinen Ärger mit Ernie. Wollen wir nicht mal sehen, ob es von der Sat.1 noch mehr gibt? Guter Gedanke, kommen wir gegen gleich los. Tag, Molly. Beth, hat Dave nicht mit dir gesprochen? Ja, hat mir erzählt, dass du dich verlobt hast. Wann soll es denn passieren? Mach keine Witze, du hättest nicht hierher kommen dürfen. Die ganze Stadt ist voll von Militär und der Sergeant hat gesagt... Komm, setz dich. Sind Sie Masterson? Beruhige dich, Ernie, die Sache mit ihm ist doch vorbei. Ich habe oft genug gesagt, was ich tun werde, wenn Sie sich erblicken lassen. Das war nur der Startschuss zu einer wilden Schießerei und nicht zur einzigen in diesem Film. Und ohne Schießereien geht es natürlich auch in der heutigen Folge unserer Serie FBI nicht ab.